Warum du mich bittest? Ich wollte einen Mord verhindern. Oh, jemand, den ich kenne? George Washington. Du wurdest angestiftet, richtig? Wollten sich wohl mal wieder amüsieren auf Masons Kosten. Narren, allesamt. Über solche Themen scherzt man nicht. George Washington ist tapfer wie kein Zweiter. Loyal wie ein Bruder. Ein tadelloser Charakter mit unerschütterlichen Überzeugungen. Der Mann ist unser Jupiter Konservator. Er führt uns nicht nur zur Freiheit, sondern zu Größe. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder ein Narr oder ein Verräter. Also dann verstehst du nun, warum ich hier unbedingt raus muss? Wenn ich ihm nicht helfe, dann wird man ihn ermorden. Aber hat er sich nicht nur selbst eingenommen? Danke. Das ist dein Ernst, oder? Also gut. Aber es wird nicht einfach. Sieh mal, alles hängt an meinem selbstgemachten Schlüssel. Doch dieser Finch nahm ihn mir ab. Hab 3 Monate daran geschnitzt. Hol ihn zurück. Oder wir gehen nirgendwo hin. So gut wie erledigt. Dann habe ich gar nicht gedacht. Wichtig. Was ist nur mit diesem Idioten los? Nein, nur Milch. Die anderen kein Bier trinken, dann ich auch nicht. Witzig, oder? Und jetzt entferne dich bitte aus meiner... Oh nein, das ist Zinnober. Ich habe alles versucht, um die Mistviecher aus meinem Garten zu... Na gut, ihr Hunde, zurück in die Zellen! Wir hoffen bald von ihm zu hören. Ihr habt meine Pause nicht teilen lassen. Wir fliegen nur wie... Schätze, in diesem Teil des Busches gibt es viele Wachen. Sie sind aber verdammt gut angeschaut. Der Schlüssel ist nutzlos. Solche Schmeicheleien waren einst die Norm. Was glotzt du mich so an? Suchst du etwa nach einem Gatten? Wenn das so weitergeht, verliert... Ja, ich habe es auf dem Weg durch... Dein Schlüssel ist nutzlos. Was meinst du? Er passt nicht ins Schloss. Das soll er auch gar nicht. Du schnitzt einen Schlüssel, der nicht passt? Kommt drauf an, was genau du mit passen meinst. Er bringt uns hier raus. Nur nicht so, wie du dachtest. Wie sonst? Du benutzt ihn, um den Schlüssel des Direktors zu bekommen. Du musst ihn gegen seinen tauschen. Warum nehme ich nicht den echten Schlüssel? Wozu die Extraarbeit? Er könnte merken, dass er ihn nicht mehr hat. Doch so ist er völlig ahnungslos. Und wenn er ihn benutzen will? Wird er nicht. Eben deshalb ist er unser Ziel. Wie komme ich an ihn ran? Ja, dieser Teil wird dir nicht schmecken. Als ob ich die anderen mochte. Raus damit! Zettel einen Kampf an. Was? Eine Schlägerei. Dann werfen sie dich ins Loch. Wie um alles in der Welt hilft uns das? Der Direktor bewacht das Loch. Nur so kommst du an ihn heran. Das muss man dir lassen. Du hast den Plan, mein Leben zu riskieren, sehr gut durchdacht. Erledige so viele du kannst. 1 oder 2 sind nur Unterhaltung für die Wachen. Du musst sie richtig ärgern. Jeder muss seinen Teil erfüllen. Bleib nur am Leben. Haben Sie und mich als und so schlimm, Junge! Schick sie in die Hölle! Gibt's den richtig? Ja, ja, nochmal! Genau so! Immer fest und so! Bravo! Richtig so! Gut so! Bist ein kleiner Unruhestifter, hm? Etwas Zeit im Loch wird dein Blut wieder abkühlen! Lasst sie füßen! Ja, zeig's! Seht euch doch mal an, erbärmliche, dreckige Wichte. Ihr seid nichts als Schweine, die an den Zitzen der Gesellschaft nuckeln. Diebe und Halunken, allesamt. Und steht ihr etwa dazu? Bereut ihr und winselt um Vergebung? Nein,
Ihr Plan stattdessen neue und noch schlimmere Verbrechen an diesem Ort der Rehabilitierung. Muss aufpassen, keinen Alarm auszulösen. Du findest Hickey hinter dieser Tür. Das ist der Block für wichtige Gefangene. Nette Zellen, mehr Platz, sowas in der Art. Auch im Gefängnis kommt es wohl nur darauf an, wen man kennt. Vielen Dank, Mason. Für alles. Ich finde einen Weg, mich erkenntlich zu zeigen, wenn meine Arbeit getan ist. Nicht der, den du erwartet hast, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Hatten wir deinen Orden nicht ausgelöscht? Das würde dir gefallen, nicht wahr? Die Welt von allen zu befreien, die nicht deiner Meinung sind. Dafür bekenne ich mich schuldig. Deine Einmischung in die Revolution hat uns nicht wenig Kummer bereitet. Damit muss Schluss sein. Unser Werk ist zu wichtig. Aber was weißt du schon, außer den Lügen von Achilles und deinen eigenen traurigen Hirngespinsten? Ich weiß, dass das Volk frei sein will und dass Männer wie Washington eben dafür kämpfen. Bitte, dieser Mann ist schwach. Er stolpert und stammelt sich durch seine Auftritte, macht alles nur improvisiert. Sein Stammbaum ist erbärmlich, seine militärische Vergangenheit umso mehr. Ich könnte fortfahren, doch das würde Tage dauern, so vielfältig sind seine Fehler, so fragwürdig seine Verdienste. Man muss sich seiner annehmen. Und deine auch. Ich dulde alle diese Zwischenrufe nicht länger. Und so wird es ablaufen. Erst fesseln wir dich und bring dich in deine Zelle. Dann, schon morgen, trittst du vor den Richter. Angeklagt des Mordversuchs am guten alten Georgie. Hm? Vielleicht ja auch wegen des Mordes an dem Direktor. Hast ihn ja auch ermordet, oder? Und wem würde man Glauben schenken? Charlie oder dir? Und sobald das erledigt ist, nun dann. Vor all diesen Jahren. Das Kind in den Wäldern, das warst du. Ich sagte, ich finde dich. Und das hast du. Aber so hast du es nicht erwartet, nicht wahr? Wir hätten all dies vermeiden können, hättest du getan, worum ich dich bat. Doch nun ist es zu spät. Ja. Ja. Ah. Hoch! Hoch mit dir! Ich sagte, steh auf! Geh! Mach's gut!
Hallo, Connor. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, hä? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid. Lee und Haytham sorgten dafür. Du wanderst direkt an den Galgen. Heute sterbe ich nicht. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter! Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst. Vergesst mich. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist... Ach, hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Ein Holzsack und sonst nichts. Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plante einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finsteren oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Wenn der Mann sich uns nicht erklärt, wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuknüpfen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Muss Hickey stoppen. Los! Auf Sie, Junge! Oh Gott, ich sollte von hier verschwinden! Ich wäre nicht besser, du. Ich schlage sie auch nicht. Ich hab ihn genau im Visier. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten,
Also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was sind Prinzipien überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche? Ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf. Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Es ist beeindruckend, was du alles erreicht hast. Ist das ein Kompliment? Versteh mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein... Beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein. Das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil. Aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige. Nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist, aber zieh diese Männer nicht hinein. Wir müssen alle zusammenhalten. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten, sonst werden wir bald... in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Hörst du mich jetzt?
Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren. Aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Billett? Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Das ist doch Billett. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Schnell, Desmond. Still, bleib still. Wenn er mit dem Auto... Okay, ich sag, was der gute Hilfe. Das darf nicht passieren. Weg! Hey! Hold your fucking hand! Auf dem Weg, verdammt! Okay, ich sag, was der gute Hilfe! Er war... Ich hab's versaut, Warren. Ich hab's versaut. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Was ist ein Fakt? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können uns retten. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besetzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutz. Waren es erst genug Führige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedankenform an. Fantasie wurde zu Wirklichkeit. Wenn 100 eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden 1000 vermögen? 10.000? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten.
Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen, die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg, aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften. Sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären. Einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart. Ich sah seine Aktivierung und dann... das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Bruno. Wir müssen vorsichtig sein. Welche Geschichte der Tempel mir heute wohl erzählt? Hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art Kryotechnik. Oder Winterschlaf. Ich meine, woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann... ich weiß nicht. Irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe, hätten sie Erfolg gehabt. Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie, doch nicht für euch. Ein Siegel beschützt es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verrät es. Also, was gibt's Neues? Hast du bei der Erkundung etwas Interessantes erfahren? Die haben zum Ende hin echt abgefahrene Sachen probiert. Die wollten sich neue Körper schaffen und ihren Verstand in Computern speichern. Fehlschlag auf Fehlschlag. Muss hart für sie gewesen sein. Das macht mir auch Sorgen. Ich meine, die sagen, hier wäre etwas, was uns hilft. Aber was? Warum ist es weggesperrt, wenn es das ist, was wir brauchen? Vielleicht ist es gefährlich. Vielleicht wollten sie sicher gehen, dass nur du es erreichen kannst. Das ist die andere Frage. Was macht mich denn so besonders? Das werden wir wissen, sobald wir die Tür öffnen.
Na, das ist ja unglaublich. Was geht's? Eure Politiker beziehen sich pausenlos auf die Gründerväter und bestehen darauf, dass sie dieses oder jenes unterstützt hätten. Hab selten so eine eklatante Geschichtsverfälschung gesehen. Das ist nur typische Politikerpropaganda. Es ist so unehrlich und anmaßend. Wie kann man behaupten zu wissen, was diese Leute wollten? Aufgrund eines Fetzens Papier und Wunschdenkens. Sie suchen die Absicht, die Vision dieser Männer für unser Land und seine Zukunft. Idealistisch und unwahrscheinlich. Ich glaube, die meisten Präsidenten und Senatoren scheren sich nicht darum, was die Gründer dachten. Sie wollen nur wissen, wie man alte Worte auslegt, um moderne Ziele zu erreichen. Wen kümmert's, ob sie Deisten waren oder Theisten oder eine Zentralbank wollten? Wozu brauchen die Leute ihre Zustimmung? Was zählen sollte, ist, was du als Individuum glaubst und warum, oder? Sind wir so unsicher, dass wir Schriften aus dem 18. Jahrhundert als Bestätigung brauchen? Sieh mal, Mom, ein Toter stimmt mir zu. Vielleicht. Wenn man die Buchstaben seines Einkaufszettels neu anordnet, sieht man, dass er ganz klar meiner Meinung war. Ehrlich, Sean, das ist eine sehr zynische Sichtweise. Macht sie aber nicht weniger wahr. Ich verstehe immer noch nicht, wie Männer wie Washington und Jefferson ihr Leben der Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit widmen und gleichzeitig Sklaven halten konnten. Das ist doch extrem scheinheilig. Und eure Geschichtsbücher erwähnen das nur am Rande. So als hätte das gar nichts zu bedeuten. Sie mussten Krieg führen, die Zukunft eines Landes sichern. Wie sollten sie sich um alles gleichzeitig kümmern? Gesprochen wie ein wahrer Anwalt. Das hören wir heute auch, dass Bürgerrechte und Freiheit warten müssen. Erst müssen Konflikte beigelegt und die Wirtschaft saniert werden. Was bedeuten all diese Sachen, wenn die Menschen nicht frei und gleich sind? Alle Menschen. Sieh mal an. Ich habe eine dritte Energiequelle. Schon? Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Wo? Sie wird wohl in einem Museum in Kairo ausgestellt. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel und die Zeit läuft uns davon. Ich erledige das. Was ist mit Cross? Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Ich bin dann soweit, Desmond. Der Winter naht. Die Luft ist still und voller böser Vorahnungen. Die anderen spüren es auch und gehen mit ungewohntem Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen. Doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen. Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen, aber Thomas Hickey machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen. Von den Templern, ihrem Plan und von mir. Achilles meint, das sei ein Fehler und wir streiten jeden Tag. Doch es steht zu viel auf dem Spiel, um es jetzt noch zurückzuhalten. Tu das nicht, Connor! Was schlägst du denn vor zu tun? Abwarten, während die Templer alles an sich reißen? Wir schworen, sie aufzuhalten. Hast du das vergessen? Assassinen sollten leise arbeiten, präzise. Wir ziehen nicht umher und schreien es von allen Dächern jedem zu, der hinhört. Ausgerechnet, du hältst deine Predigt? Du hast dich in dieses verfallene Loch verkrochen und die Bruderschaft völlig aufgegeben. Seit meiner Ankunft hier tust du nichts, als mich zu entmutigen. Und im seltenen Fall, dass du mal geholfen hast, hast du so wenig getan, dass du es dir auch hättest sparen können. Du wagst es! Dann sag, unter wem geriet die Bruderschaft ins Wanken? Wer erlaubte es dem Templerorden, so groß zu werden, dass er ein ganzes Land kontrolliert? Wenn ich dich davon abbringen wollte, dann weil du nichts wusstest. Wenn ich zögerte, dir zu helfen, dann weil du naiv warst. Tausendmal wärst du gestorben und hättest Gott weiß, wie viele mitgenommen. Lass mich dir eines sagen, Connor. Das Leben ist kein Märchen. Und es gibt kein glückliches Ende. Nein. Nicht, wenn Männer wie du das Sagen haben. Wenn du so die Welt retten willst, Bursche, gib Acht, dass du sie nicht zerstörst. Ha! Commander? Connor. Etwas Neues zu Lee? Noch nicht. Verzeih mir bitte, ich war abgelenkt.
Einige Nachschubkarawanen für das Lager sind verschwunden. Jemand hat uns verraten. Ein Verräter namens Benjamin Church, gerade freigelassen worden, ist auch verschwunden. Das hängt doch bestimmt damit zusammen. Was hat er verbrochen? Man erwischte ihn, als er den Loyalisten unsere Truppenstärke verriet. Einschüchterungstaktik, sagt er, um Krieg zu verhindern. Eine Lüge. Ich werde Church für dich finden. Warum? Hast du einen Grund zu helfen? Ist das wichtig? Wie du meinst. Ich hörte von Zwischenfällen entlang der südlichen Straße. Vielleicht ist er verantwortlich. Ich schlage vor, du beginnst deine Suche dort.